Schokoladenkokostorte. Erstens, den Backofen auf 180, Klammer auf, Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Das Mehl sieben und mit den Kokosraspeln und dem Zucker in einer Schüssel mischen. Die Butter in einem Topf schmelzen und zur Mehlmischung geben. Alles zu einem Teig verarbeiten. Den Teig 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Zweitens, eine Springform mit Backpapier auslegen. Den Teig in die Form drücken und 15 bis 20 Minuten backen. Drittens, für den Karamell Zucker, Rübensirup, Butter und Kondensmilch unter ständigem Rühren 10 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Die Speisestärke in 1 Esslöffel Wasser auflösen und zum kochenden Karamell geben. Topf vom Herd nehmen und die Masse etwas auskühlen lassen. Die Karamellfüllung auf den vorgebackenen Teig gießen und die Torte weitere 35 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Torte aus dem Ofen nehmen und 3 Stunden kühlen. Viertens, für die Glasur die Kuvertüre hacken. Die Sahne erhitzen und die Kuvertüre darin schmelzen. Die Glasur über den Kuchen gießen und fest werden lassen. Fünftens, die Torte aus der Form lösen und in Stücke schneiden.